anhört. Das ist das gute Stück. So, ach, es gibt ein DLC, das wusste ich gar nicht. The Lethal Script. Keine Ahnung. Irgendwann mal. Aber nicht heute. Ich habe es ein bisschen laut auf meinen Ohren, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ihr habt es auch relativ laut, ne? Es gibt leider nur auf Englisch. Oder Chinesisch, Japanisch, was auch immer. Asiatisch. Ich mach mal ein bisschen leiser. So ungefähr. Also es wird natürlich im Spiel noch wesentlich leiser werden, ne? Ich mach's mal so. Man kann es ja später immer noch ändern. Boah, es ist wirklich ein bisschen laut. So? Nein? Ändert das überhaupt irgendwas? Hallo? Boah, so geht's, ne? Ist immer noch laut, aber okay. Ich glaube, so ist es in Ordnung. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt auf Twitch einen neuen Hintergrund, ein neues Hintergrundbild. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe tatsächlich auch Panels gemacht, das habe ich im letzten Minecraft-Stream aber schon gesagt. Die sind nicht final, die sind jetzt erstmal da drin, damit da überhaupt irgendwas steht. Ne? Die bleiben da so lange drin, bis ich was Besseres habe. So, dann, wollen wir mal? Wollen wir? Wollen wir? Starten wir. Okay, alles klar. Ja, ja, ich habe es natürlich schon mal gespielt. Ist aber schon ein paar Jahre her. Welcome, Detective. Please, make yourself comfortable. Okay, habe ich gemacht. I appreciate your coming in today. And I'm sure you're wondering what this is all about. Jetzt ist ein bisschen leiser, ne? Technology is changing how we conduct investigations. So we're looking for exceptional candidates to test a new human-computer interface system. Also wir sind ein Testkandidat. So let's get started. First of all, we'd like you to put on these headphones. But the room is equipped with speakers, if you'd prefer. Nein, wir haben natürlich ein Headset auf. We're going to show you a series of pictures. Okay. We want you to tell us what you see, or more importantly, what you hear. Also wir sollen sehen, wir sollen sagen, was wir hören. Ich will die Kippe. Nein, Rauchen ist ganz, ganz schlimm, Kinder. So. Okay. Try to relax. Think of this as sort of a game. Or a puzzle. Okay. Something to assess your interpretive and deductive skills. Oh Gott, wir sind verloren. Also, darf ich erzählen? Super. Also, erstmal würde ich das tatsächlich doch wieder ein bisschen lauter machen. So, also es geht darum, wir haben verschiedene Fälle in diesem Spiel, ja, die alle diese Perspektive haben, diese Vogelperspektive. Wir sind ein Detective, ja, aber wir laufen da nicht rum und befragen, sondern wir haben Szenen oder Szenenausschnitte und haben eine Audiospur. Das zeige ich euch gleich. Und müssen so die Fälle lösen. Also, wir werden jetzt erstmal die Audiospur, die werden wir jetzt einmal starten. State your name, please. Already told you. Tyler. So. Click a sound source. Also, hier ist die Sound Source. Die Sound, ach, ihr wisst schon, da wo der Sound herkommt. Die Soundquelle, ja. Und dann
werden wir aus diesem Namen heraus suchen, wer diese Soundquelle denn ist. Jetzt hat er gerade gesagt, sein Name ist Tyler. Also ist das But Tyler. your car is registered under the name Cameron. My brother lets me borrow his luxury vehicle sometimes. You two look a lot alike. You're not the first person to mistake us for each other. We're twins. Except he's a big shot CEO. Was on a magazine cover recently. I pulled your sheet. A repeat offender. DUI, assault. It's the people I hang out with, honest. I told the guys I shouldn't have been drinking, but they insisted. I swear, never again. Do you have anything else you'd like to come clean on besides the DUI? Nothing I can think of. Why? Drugs, perhaps. Does that jog your memory? Wait, what? I don't know anything about any drugs. Okay, we're done for now. Wait here. Hey, what drugs, yo? What the hell's going on here? So, also die unterhalten sich, ne? Und unsere Frage für diesen Fall ist, wer hat die Drogen versteckt? Das ist hier unten, ja? Also wir müssen das lösen, indem wir die Gespräche mit anhören und am Ende unsere Meinung halt, ne, auswählen. So, wir können jetzt, das sind wir, hier so rumlaufen. Ja, wir sehen jetzt die Dame, die läuft hier rum. Wir können der hinterherlaufen, hören dann aber nicht mehr, was Tyler sagt. Na, wir können da jetzt rein. Amber, how'd it go? Asked him the basics. He said he didn't know anything. Figured as much. Follow me, I'll talk to him. Wait here. We'll need your signature for that affidavit. Of course, officer. I need to make a phone call anyway. So, wir können natürlich jetzt zurück. Ich habe mal Amber ausgewählt, weil als wir da reingekommen sind, sagte der eine zu ihr Amber. What was that all about? What's your name, son? Tyler. Same old story, I see. If you're Tyler, then who's the Tyler in the room next door? He's here too? Let me ask you again. Who are you? All right. Cameron. Okay. Er hat jetzt gerade gesagt, er ist jetzt doch Cameron, weil der Typ hier gesagt hat, wenn du Tyler bist, wer ist dann im Nebenraum? Und dann sagte er, wie, der ist hier? Also klar ist er Cameron. Ich würde mal gerne, gibt es Untertitel? Gibt's nicht. Sehr schade. Falls ihr was nicht versteht, müsst ihr mir das sagen, aber ich muss natürlich zuhören. Also, er ist doch Cameron. Ach so, ich muss this hier drauf und dann. Time impersonating Tyler, is it? No. If it was only a DUI this time, you might have been able to pull off your little stunt again. But seriously, drugs? You really want to pin that on your brother too? What drugs? We found a whole kilo in your trunk. That's impossible. Okay, I drink too much, but I've never taken anything stronger than aspirin. I want to see my lawyer. Finally, there's the magic word. Amber, let's go. You want to question him again once his lawyer gets here? He's done nothing but lie straight from the start. We already read him his rights, but he didn't ask for a lawyer until now. The statement we got will hold up in court. Lawyer or no lawyer, we've got him. So, jetzt haben wir die Audiospur zu Ende gehört. Wir können die aber natürlich immer wieder hören und dann in verschiedenen Räumen sein. Jetzt unterhalten die sich natürlich da oben, ne? Das, was wir am Anfang der Audiospur gehört haben, sind aber jetzt in diesem Raum und kriegen natürlich jetzt diese Audiospur mit. Take a seat. Thanks. The tips you provided us have all been checked out. We've got the guy and the drugs. There's just one thing I don't get. Why would you report your own brother? Because he's got to learn to take responsibility for his own mistakes. What do you mean by that? We're twins, right? Identical. He's been pinning his fuck-ups on me ever since we were kids.
But now he's rich and famous. And me? I'm trying hard just to get by. Ich kann hier auch Kommentare zur Audiospur machen. Das ist sehr interessant. Und wenn man halt super viele Personen hat, dann wird das schon relativ nützlich. Until now, I mean. Because he's older, by a couple minutes. But as the second son, I was considered the spoiled brat. So it was my duty to protect the rep of the rightful heir to our father's business. I guess I always thought, what's the harm adding a few misdemeanors to my rap sheet? Pretty generous for a spoiled brat. Don't believe me? Ask him. Fucker's probably still pretending to be me. All right. What changed this time, then? He racks up a couple moving violations? Fine, whatever. But I ain't taking the fall for no drug. So, ich möchte jetzt aber ehrlich gesagt hören, was Cameron hier macht. Definitely had too much to drink, but I don't remember there being anything wrong when I got there. I may have passed out for a couple minutes. Could somebody be trying to set me up? Maybe, but who? And why like this? Just stick to the story. As if I had another one. Okay. Zurück zu Tyler. Der wollte nämlich telefonieren. Yo, I'm at the police station. Can't talk much. Just want to make sure you get everything tied up. Yeah, shut that guy up for good. When? Now, obviously. Cops ain't that stupid. We're talking about a whole key here. Of course they're gonna trace the source. And the dealer can ID me, so hurry up. My brother? Pulling the same old stunt as we speak. Yeah, I knew he'd try to blame me. But it's gonna backfire on him this time. Don't worry. He was already wasted when I popped open the car. Didn't notice a thing. The police are gonna nail him for possession and perjury. And when you finish this little errand, he won't even be able to offer up the okay. deal as part of a plea. He's going to jail, and I'm getting the business. My old man can't and won't help him this time. Not after Cameron got caught with what he did. You'll get your cut after I take over his heir. Ich mach mal Pause. Also einmal Hallo Julio und WB Flo. Also, es gestaltet sich ja nun so. Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen lauter machen. Es gestaltet sich ja nun so. Also, Cameron sagt am Anfang, ich bin Tyler, wir sind Zwillinge. Tyler ist hier im Raum mit Marty. Ja? Tyler versucht, Marty davon zu überzeugen, dass Cameron die Drogen versteckt hat. Na? So, irgendwann sagt Cameron dann, okay, ich bin tatsächlich Cameron, ich bin nicht Tyler. Weil Marty nämlich sagt, wenn du Tyler bist, wer ist denn Tyler? So, dann verspricht er sich, okay, er ist Cameron. Jetzt haben wir aber ja gehört, dass Tyler mit irgendwem telefoniert hat und gesagt hat, pass mal auf, das läuft hier alles. Ich schiebe die ganze Schuld auf Cameron und mein Vater wird ihn unser Vater wird ihn diesmal nicht mehr raushauen und ich kann dann weiter die Geschäfte machen. Ich löse jetzt, who hid the drugs, also wer hat die Drogen versteckt? Ich sage, es ist Tyler, weil der die Schuld auf Cameron schieben will. So. Ja, ich glaube, ich habe die Wahrheit entdeckt. Und ich habe die Wahrheit entdeckt. Alles klar. Drugs perhaps. Does that jog your memory? Wait, what? I don't know anything about any drugs. There's just one thing I don't get. Why would you report your own brother? Let me ask you again. Who are you? All right. Cameron. We found a whole kilo in your trunk. Don't worry. He was already wasted when I popped over. Didn't notice a thing.
Es tut mir übrigens super leid. Excellent assessment, Detective. Ja, das war jetzt nicht ganz so schwer. Darf ich reden? By this point, nein, okay. You've probably figured out you're reviewing a sort of surveillance recording. All of this data is contained in and processed by what we're calling the acoustic detective system. It allows you to freely navigate through past events using captured audio. Ultimately, we're hoping to assemble a new investigative department that will rely heavily on this invention, both to solve cold cases and assist with new ones as they develop. You're off to a strong start. Let's get back to it, shall we? How about something more challenging? Darf ich? Nein, darf ich nicht. Darf ich jetzt? Darf ich reden? Ja, danke. Übrigens, ja, ganz ehrlich. Wir sind hier Detective. Und wir sitzen hier in so einem Verhörraum, werden hier beobachtet, abgehört und was weiß ich nicht was. Da liegt eine Kippe, die ist nicht mal an. Ja, und die Frau, die, keine Ahnung, die ist irgendwie sehr... Die redet zwar nett, aber die Gestik ist irgendwie doch ein bisschen bedrohlich. Es tut mir übrigens wahnsinnig leid. Ich habe da nicht dran gedacht, dass es Englisch ist und es hat leider keine Untertitel. Deshalb, ich würde euch vorschlagen, wir machen es so. Wir spielen es heute nicht zu Ende, denn das wird bestimmt auch richtig anstrengend für mich, das zu übersetzen. Wir spielen den zweiten Fall jetzt, schließen den ab und dann springen wir zu dem anderen Spiel. Und ich hoffe, dass das wenigstens auf Deutsch ist. Ja, immer diese Kippen anmache und dann weggehen. Ja, die ist ja noch nie angewiesen. Guck mal, die hat die einfach aus der Packung genommen, hat da hingelegt und dann, weiß ich nicht, hat die vergessen oder was? Also wir machen den Fall 2 und, The exhibition is about to start. Dann versuchen wir das andere Spiel mal. Also es ist ein Museum und da ist ein Bild gestohlen worden. Nur noch der leere Rahmen ist da. Wir haben also zwei Fragen. Wer hat das richtige... Ah, okay. Es geht um ein falsches Gemälde. So, wer hat das richtige Gemälde zuerst gestohlen? Oh Gott. Zuerst? Es ist zweimal gestohlen worden? Who has a real painting in the end? Achso, ja, das kann ich nicht so ganz lesen. Da. Wer hat denn nun am Ende das richtige Gemälde? Das wird ein bisschen komplizierter. Wir hören mal rein. Mr. Green, what brings you here? I wanted to thank you in person for sending me a photo of the Maestro's painting. Thanks to that high-quality image, I could see all the fine details and... Woo-wee! Talk about a masterpiece! Please keep your voice down. I sent it to you because you've been a good sponsor to this gallery, and I hope that will continue. But we're under strict orders not to show that painting to anyone. The threat of forgery alone. Who is this, huh? Whatever. Ha! Good luck to anyone who thinks they can copy the Maestro's genius. Still, there are those out there that would try. Bestes denn? What am I, a freaking call center? Sean, buddy, calm down. I get it. You know I only collect originals. The best of the best, right? Moment, ich möchte hier mal kurz einen Comment reinmachen. Also Anruf von Sean. Down. I get it. You know I only collect originals. The best of the best, right? I wanted to see it before the opening. And now that I have, I'm gonna buy it. Actually, about that, I'm afraid that... Maybe you should just answer that, hmm? Go ahead.
Right then. Like I said, just one by to say thank you. Ne moment mal. Moment. Moment mal. They could leave those out. What am I, a freaking call center? Sean, buddy, calm down. I get it. You know I only collect originals. The best of the best, right? I wanted to see it before the opening. And now that I have... Das ist Sean. Stopp, 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 stopp. Wo ist mein Comment? Ich will, genau, ich will den mal wegmachen. Ich dachte, der ist ans Telefon gegangen und das wäre Sean gewesen. Er hat es aber klingeln lassen, also muss das ja Sean sein. So, okay. Continue. Ja, ich möchte... Hallo? Who said not? All center! Gibt's hier noch Leute? Again? Also er ruft ihn die ganze Zeit an, aber er geht nicht dran. Er wird immer weggedrückt. Shit, he hung up again? Okay. Wer könnte das sein? Also der Maestro wird es nicht sein. Das wird wohl einer der Diebe sein. Ich vermute, es ist Mac. I know that, Tommy. That's why I hired you. Call me when you're finished. Grab your damn phone already! Ja, es ist nicht. Mit wem telefoniert er hier? I said, Tom. Oh, du. Yes. Well. Mit ihm nicht. Afraid that. Mit ihm auch nicht. Hä? Ist er das? Ist er Tommy? Moment. Done wrong. Es wird, genau, das wird Tommy sein. Und der telefoniert mit ihm. Is this the tossed art exhibition? It's the lost art. Yeah. Tomato, tomato. But enough, he said, she said. Which way do I go to get to the storeroom? The storeroom? It's over across from the bathrooms, but didn't you come to see the opening? You've been a pal. Thanks, man. Favorite artist assistant. On my way. Das wird die Security sein. Hired someone to swipe his work, so he could showcase an empty frame. Er hat gerade eben Mac gerufen. Einen Moment, ich schaue mal. Research can't touch. Möchte wissen, wer Mac ist. Mac, simmer down. I need to check things out first. This kind of research can't be rushed. Also Moment mal, er telefoniert jetzt mit jemandem. Aber mit wem? Why didn't you pick up? Did you bring the money? Das ist Mac. Genau, die telefonieren jetzt. Hier ist jetzt niemand mehr drin. Hier wahrscheinlich. Truly a masterpiece for painting the other day, by the way. Ah, Maestro. There you are. Okay, das ist der Maestro. Wer ist jetzt Reeves? Dann müsste das hier Reeves sein. So. Jetzt, zum Glück die ganzen Namen jetzt erstmal weg. Are the rumors true? I hear the maestro hired someone to swipe his work, so he could showcase an empty frame. Also er sagt jetzt, er hat gehört, dass der Maestro, also der Künstler, jemanden angeheuert hat, sein eigenes Gemälde zu stehlen, sodass er nur einen leeren Rahmen ausstellen kann. Only he would pull something like that.
As soon as the painting surfaces, it's mine. And don't worry, I won't forget about your cut for helping me find it. It's my pleasure, but don't bother looking for it on the black market. That place is nothing but a cesspool of forgeries. What do you mean by that? The maestro may have his own plan, but if the painting's going to get stolen anyway, I figured I could do him a favor. Ta-da! You took it? When, Entschuldigung. When did you nab it? The when is unimportant. What matters is that I have it. Moment. Dann hat Reeves das zuerst gestohlen. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, aber sie scheint es zuerst gestohlen zu haben. Sie hat es. Idiot for spending all that cash to hire a decent forger. Yeah, well, turns out that one's fake too. The deal's off. Forget about the rest of your money. Hey, sorry. Important call, you know. But anyway, I wanted to ask, you sure it's okay? I mean, taking the painting behind the maestro's back and everything. But that's exactly what he wanted, isn't it? For the painting to be stolen. But instead of letting it fall into the hands of a two-bit thief who doesn't know a thing about art, I thought it would be safer in the hands of a... Nee, es ist falsch. True connoisseur, like yourself. Don't you agree? You flatter me. Boah, wie lang ist denn diese Audiospur? I'm a big fan of the maestro's work. I'm talking huge. So, rather than cutting me in for a finder's fee, I'd like to offer a chance to buy it direct. Assuming the price is right. Wir gehen mal woanders hören. Wir gehen mal hier hin. Der telefoniert. Der Maestro telefoniert mit... Mit wem? Mit Tommy oder mit Mac? Wait, what? And what about the rest of my money, huh? Hello? Hello? God damn it! Guys. This is Claude. Thank you. Magnifique. Finally, we can begin. Are you ready, Maestro? Yes. Let us, as they say, get this show on the road, huh? I am hopeful that after today, people will finally start to appreciate the art around them. As they search for the stolen painting, they will find much more than they bargained for. The true lost art. Moment mal, also der Maestro hat Tommy engagiert, um sein eigenes Bild zu stehlen. Das richtig verstanden. Dann müsste Tommy das hier zuerst gestohlen haben, ne? And until my painting is found, this exhibition will continue. Brilliant plan. What once was lost shall be found, as they say. Precisely. Yes, yes, it's about that time. Shall we go? Onward and upward. Let us march. After you. Ah, there you are, Maestro. The exhibition's about to start. Mais oui. Ladies and gentlemen, welcome, welcome. I'm so glad you could all be here today. I'm sure many of you have questions about the, well, empty frame you see before you, which is why, without further ado, I'd like to officially announce the commencement of the Lost Art Exhibition. That is us. Put your hands together for the Maestro Claude. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. And my warm
warmest of welcomes to all of you here to see my work. This piece, my latest piece, has been... Okay. Der labert jetzt die ganze Zeit, ne? Ich möchte aber wissen, wir verfolgen jetzt erstmal Tommy, weil Tommy hat anscheinend das Bild. Er hat es ja anscheinend gestohlen, ne? Für den Maestro. So, die telefonieren jetzt. I found the place. Ain't my fault all these shishi galleries look the same. We're still on schedule. Cool your jets, old man. You told me once before. I'm not gonna forget it. Relax. I'm a pro. My name means something on the street. Ask anyone. There ain't a job I done wrong. Also Merkel Reeves hat eine Fälschung. Excuse me. Is this the tossed art exhibition? It's the lost art. Yeah. Tomato, tomato. But enough to the storeroom. Across opening. Pal. So, jetzt will Tommy ins Lager. Wir folgen dem. Na jetzt, was macht er denn jetzt? Jetzt guckt er sich doch Bilder an. Als ob du Kunst interessiert wärst. Ich bitte dich. Geh jetzt in den Lagerraum. Los. Jetzt guckt er noch ans Fenster, alles klar. Geh jetzt in den Raum. Nicht? Ach so, weil es die Toilette ist. Das hier ist das Lager? Okay, er durchsucht jetzt alles. Damn it. This storeroom looks like a fucking hurricane ran through it. How the hell am I supposed to find this safe? Er hat es noch gar nicht. Aber es müsste im Safe sein. Also der Maestro hat ihm wahrscheinlich gesagt, ich muss mal kurz gucken, dass das im Safe ist. Wir müssen erstmal das Gespräch hier abhören. Where are you? What? You're lost? I told you it was A2, a round building. The exhibition will start soon. You must hurry. Okay. Er ist ja jetzt da. Aber er scheint das Bild noch nicht zu haben. You will go straight to the storeroom. The combo for the safe is... Okay. Yes. Well, you must not get caught. Er darf nicht erwischt werden. Und das Gemälde ist halt im Safe. I know that, Tommy. That's why I hired you. Call me when you're finished. So, er soll anrufen, wenn er dann fertig ist. Okay. Das wird ein bisschen schwieriger. Tommy, komm mal wieder hier rein, bitte. Fucking hurricane ran through it. How the hell am I supposed to find the safe? So, er sucht halt jetzt den Safe, um das Bild zu stehlen. Kannst du dich vielleicht ein bisschen beeilen, Tommy? Jetzt steht er da die ganze Zeit rum und macht nix. Get right there. Huh? Ah, that must be it right there. Let's give the old combo a try. Ha! And just like that, the job's done. Too easy. Okay, no wonder er hat das Bild. Me much. Could have had me swipe a nicer painting, too. People these days will call anything art. Er hat jetzt ein Bild aus dem Safe, aber ob das das Original ist? So, jetzt ruft er den Maestro an, der bei Sean sitzt. I got the merchandise.
Aber was ist mit Mac? Mac sollte es ja für Green auch stehlen, ne? What about the rest of my money, huh? Und er war zuerst da. Hello? God damn it! Mal schauen, was die hier zu erzählen haben, die beiden. Hey, you don't happen to have a light on you, do you? What's that you got there? What? Hey, this is... that a copy of the Maestro's painting? I got one myself. Pretty good, huh? Yes, of course. Also beide haben jetzt eine. Wenn Tommy das Original hat, hat Mac es nicht. Want a cigarette? Don't know about you, but I'm barely keeping it together. Ich weiß halt Before nicht. The 90s, you could smoke anywhere, but now? Ich weiß halt nicht, ob das Original im Safe war. Don't mind if I do. Kann auch sein, dass das schon bevor es in den Safe gelegt wurde, ja eine Fälschung war. Jetzt rauchen die hier, oder was? Auf dem Klo? In einem Museum? I can finally think again. I swear, they put restrictions on everything these days. Corral us out in the freezing cold in a designated smokers area 15 feet from the door. Like nobody ever took a drag in front of the Mona Lisa before they put it behind glass. You feel me? Sure. Jetzt regen die sich irgendwie über Kunstwerke auf. Damn rules. Nichts Besonderes. Irgendwas mit Mona Lisa hinter Glas stecken und so ein Zeugs. Könnt ihr mal schneller rauchen? Oh mein Gott. Oh shit. Fucking smoke detector in the bathroom. Put it out, man. Put it out. Ouch. Watch it, man. Sorry. Sorry, I panicked. Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. See you around, yeah? Mac hat es ausgetauscht. I have no doubt you would end up on the black market. Where are you going? I won't regret this, that I never signed my painting, nor did I take any photos of it. In fact, any anonymous painting out there on the market okay. In fact, be my work. Also, wir müssen uns gleich den Anfang nochmal anhören. Wir wissen jetzt, dass Mac auf jeden Fall durch diese Rauchaktion das Gemälde mit Tommy ausgetauscht hat. Ja, I'm sorry. Es war für mich auch gerade sehr laut. diese Sirene. I'm so sorry. Aber sonst ist es zu leise. Ich werde versuchen, es zu überspringen, ja? Die Security hält Tommy jetzt auf. I bought it from the gift shop? Oh, well. Wait, we don't have a gift shop. You stole it. Hand it over. Jesus, fine. Take it. It ain't worth a shit anyway. Nee, du weißt, was los ist. Wir anderen können ja kein Englisch. Hä, warum? Ja, sicher könnt ihr Englisch. Zumindest ein bisschen. So. Was labern die denn hier? Weißt du, halt mal die Klappe. Ich höre nix. Can that be another one? The lost art has returned. It's a miracle. Aber das müsste ja dann die Fälschung sein. So, ich gehe mal ganz zum Anfang.
fuck's he doing? Damn it! Pick up your damn phone already! Man hört aber gar nicht. Call me back in a few minutes. I was just looking for you. I viewed your painting the other day, by the way. Truly a masterpiece. But when I just went to check on it earlier, all I saw was an empty frame. Your assistant said that's what you actually want to present. Could I ask the reason, if you don't mind? Do you know why I picked the theme, the lost art, for this exhibition? Look outside. Look at all those people staring at an empty frame, thinking it is my actual work. Tell me, Sean, just how many works of art from young, promising artists do you have in this gallery right now? 10? 20? You might as well have zero for all it is worth to these people. To them, this empty. Ich glaube, da kriegen wir auch nicht viel raus. Reeves müssen wir mal. The win is unimportant. What matters is that I have it. If you'll excuse me for a moment, I have. Sorry. Important call. I wanted to ask. You sure it's okay? I mean, taking the painting behind the maestro's back and everything. But that's exactly what he wanted, isn't it? For the painting to be stolen. But instead of letting it fall into the hands of a two-bit thief who doesn't know a thing about art, I thought it would be safer in the hands of a true connoisseur like yourself. Don't you agree? You flatter me. And you're not wrong. Hä, warum? Die reden doch ganz gut Englisch, oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht die Aussage. Wrong there. I'm a big fan of the maestro's work. I'm talking huge. So, rather than cutting me in for a finder's fee, I'd like to offer a chance to buy it direct. Assuming the price is right. Oh, well, I brought all the cash I could get on such short notice. You think... this will be enough? Was hoping for a bit more, but seeing as you're all Johnny on the spot, and in cash, too, you've got yourself a deal. Just remember, no selling for at least a year. Got that? This cannot be tracked back to me. Oh, don't worry about me. I understand all too well. After all, patience is key in my line of work. The longer I hold on to this painting, the more I'll be able to sell it for. 3 years. That's my endgame. And not a soul will know a thing about it until then. An expert as always. I should have known I wouldn't have to remind you. All right. The exhibition will kick off soon. If you'll excuse me. Go on ahead. I'll see you around. Maestro, the exhibition's about to start. Ladies and gentlemen, welcome. Das ist halt einfach zu laut, wie die quatschen. Hallo. Wer steht da jetzt einfach? Day people will finally start to appreciate the art around them. As they search for the stolen painting, they Dankeschön. Will find much more than they bargained for. The true lost art. And until my painting is found, this exhibition will continue. A brilliant plan. What once was lost shall be found, as they say. Precisely. Yes, yes, it's about that time. Shall we go? Onward and upward. Let us march. After you. Okay, Chat. Chat, ich bin super verwirrt.
Also, ihr müsst mir jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Reeves ist die Assistentin vom Künstler, vom Maestro. Und sie sagt, sie hat es gestohlen, weil er es so wollte. Wann? Also Green fragt sie ja, wann hast du das gemacht? Und sie sagt, das spielt keine Rolle. Der Maestro, ja, hallo Crunchy. Der Maestro hat aber Tommy engagiert, um es aus dem Safe zu holen. Und im Safe ist auch eins. So, dann geht der Feueralarm los und Mac tauscht seines gegen das von Tommy aus. Mac geht dann zu Green und Tommy will gehen, wird aber von der Security aufgehalten, weil er das Bild hat. Die Security sagt dann, hallo, wir haben es gefunden. Aber wird ja die Fälschung sein. Woher hat Mac das Bild? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann Reeves es sich zuerst geholt hat. Und keine Ahnung, also es ist echt kompliziert gerade. Habt ihr eine Idee? Wer hat das richtige Gemälde zuerst gestohlen? Flo sagt, Mac hat es zuerst gestohlen. Warum? Warum glaubst du, dass Mac das Gemälde zuerst gestohlen hat? Er sitzt die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Klo. Ich weiß nicht, woher er es haben sollte. Und er arbeitet ja mit Green zusammen. Also ich glaube nicht, dass Mac es hat. Die Frage ist, ist das Gemälde im Safe das Richtige oder nicht? Und ich glaube, wir müssen dafür noch einmal bei Reeves rein. Wir müssen hier noch einmal rein und zuhören, ob sie sagt, dass sie das aus dem Safe hat. Er geht raus und sagt, das ist die Fälschung. So. Dolan, anyway, I figured I could do him a favor. Ta-da. You took it? When did you nab it? The when is unimportant. What matters is that I have it. If you'll excuse me for a moment, I have to take this. I checked. It's a fake. I feel like an idiot for spending all that cash to hire a decent forger. Yeah, well, turns out that one's fake too. The deal's off. Moment. Hello? Er sagt gerade, Green sagt gerade zu Mac, bla bla bla, es ist eine Fälschung. Dann sagt Mac etwas und Green sagt, das ist auch eine Fälschung. Okay. Was? Jetzt hören wir mal zu, was Mac sagt. Wasn't that our plan all along? Been waiting. What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom. Wasn't that our plan all along? Stopp. Green sagt, Green hat ihm die Fälschung gegeben. Green hat selbst eine Fälschung gemacht. Hat sie Mac gegeben und Mac hat die Fälschung, die er von Green hat, mit dem aus dem Safe getauscht. Also hat Tommy, ist das Gemälde, was im Safe ist, ist eine Fälschung. Hallo? Hallo?
Okay, ich möchte einmal hören, was Green da am Ende noch sagt. Yeah, well, turns out that one's fake too. The deal's off. Forget about the rest of your money. Ich habe gerade eine Idee. Also, das Bild im Safe ist eine Fälschung. Das Bild, was Mac hat, ist auch eine Fälschung. Also tauschen die hier Fälschungen aus. Ne? So. Sie hat aber auch eins. Es gibt also drei. Warum? Wenn Mac weiß, beides ist eine Fälschung. Warum tauscht er das dann mit dem von Tommy aus? Wobei er weiß nicht, dass Tommy das Bild aus dem Safe hat. Das weiß Mac nicht. Also eigentlich müssten beide Fälschungen sein, egal ob die tauschen oder nicht. Dann bleibt ja nur noch über, dass Reeves das Original hat. Da müssen wir mal einmal kurz. Sure, but don't bother looking for it. Okay, true. Have you? Oh. Oh, Moment. I'll call you back. Sie telefoniert noch. Sie telefoniert die ganze Zeit. Das ist wichtig. Good news. I have a potential buyer. One I don't expect will require much convincing. Oh. Ask too many questions? Quit worrying, it's perfectly safe. You know I don't deal with the real thing. Ever. But the others are none the wiser. And mit wem telefoniert sie da? Sie telefoniert nicht mit dem Maestro. Nicht mit Mac. Mit Green natürlich nicht, weil der potenzielle Käufer ist. Good sponsor to this gallery, and I hope that will continue. Hier ist niemand mehr. Okay, keine Ahnung, mit wem sie telefoniert. Aber wir hören uns das mal kurz an. There isn't a single person who'll be able to tell your work is a fake. Anyway, this was all his idea. This performance art, the Meister made. Anyway, this was all his idea. This performance art, the Maestro orchestrated. As his assistant, I'd like to think I'm doing him a favor. And since he staged this whole thing himself, he won't get the police involved. That should put your mind at ease. Yes? I've already told you, the lost art. It's about more than just the theft and retrieval of a painting. Who knows how many people are going to get tangled up in this before it's over, each of them playing their own special roles in the Maestro's machinations without realizing it. You and I? Well, we're just the first two actors in the play, but at least we're not improvising. Really. The more I think about it, the more genius it all is. Claude truly is a master. Anyway, I should go. I'm meeting the buyer soon. I'll call you back when I have our money in hand. All right? Have you arrived, Mr. Green? Ah, okay, sie redet mit ihm. Are the rumors? Keep your none the wiser, and my position lends me plausibility. So long as you keep your mouth shut, everything will be fine. Besides, I have complete faith in your skill. There isn't a single person who'll be able to tell your work is a fake. Also, sie hat das Bild von jemand anders bekommen und sagt aber,
dass, Giulio, hier sind alle verdächtig. Alle sind verdächtig. Geht sich halt jetzt darum, wo ist das richtige Gemälde? Sie hat das Bild von jemandem bekommen, der es für sie nochmal gemalt hat. Und sie sagt gerade, sie telefoniert mit demjenigen, der hier nicht anwesend ist. Zumindest glaube ich das. Und sagt, niemand wird den Unterschied merken zwischen dem Original und deinem Bild. Also ist das auch fake. Jetzt muss ich nochmal hören, was? Ne, Moment mal. Also der Green geht da rein, sieht, okay, es ist ein Fake. Er ruft Mac an, sagt, Mac, das ist ein Fake und das, was ich dir gegeben habe, ist auch ein Fake. Es kann also, und Mac sagt, er hat es aus dem Safe, er hat es getauscht. Also ist das aus dem Safe ein Fake für Tommy? Dann hat Mac... Mac hat das Original. Während des Feueralarms tauscht er es aber, weil Green sagt, das ist ein Fake. Und Mac, oh Scheiße, sieht, Tommy hat das Bild auch. Ich spule mal ein bisschen vor hier. Wo ist Tommy? Tommy, da rein. Die tauschen, ja. Also hat Tommy das Original, als er rausgeht. Also, wer hat es zuerst gestohlen? Mac. Und wer hat das Gemälde am Ende? Hat die Security, weil sie es Tommy abgenommen hat. Ja, und der hatte das Richtige. So, Chat. Soll ich einloggen oder soll ich dir die Audiospur zum 100. Mal hören? Weil ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist richtig kompliziert, ey. Leute, soll ich einloggen oder nicht? Ihr dürft jetzt aussuchen und ich gehe ganz kurz pinkeln. Bis gleich. Ich soll einloggen. Also ich kann das gerne nochmal durchgehen. Ich denke, Mac hat aus Versehen das Original gestohlen, wusste es nicht, hat es mit Tommy getauscht und als Tommy gehen wollte, hat der Security-Mann ihm das abgenommen. Ich meine, klar, Mac hat zwar ein gefälschtes, aber erst könnte es das Reale gewesen sein und dann gegen irgendein gefälschtes noch an Tommy und Reese hat auch eins gehabt. Ja, das ist das Problem. Es gibt drei. Ich logge das jetzt ein. Ja. Oh mein Gott, das ist die Wahrheit, Chat! Ihr seid super! Nein, Mann! Wir haben die Wahrheit herausgefunden. Super schwieriger Fall. Super schwierig.
worry, it's perfectly safe. You know I don't deal with the real thing. Ever. You took it? When did you nab it? The win is unimportant. What matters is that I have it. I checked. It's a fake. I feel like an idiot for spending all that cash to hire a decent forger. What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom. What's he do? The deal's off. Get up the rest of your money. Hello? Hello? What the hell? So you need to it? How did I miss that? You will go straight to the storm. The combo for the save is... Cool your jets, old man. You told me once before. I'm not gonna forget it. Yo, old man. Got the merchandise. Ouch! Watch it, man. Sorry, I panicked. Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. See you around, yeah? You stole it! Hand it over! Jesus, fine, take it! It ain't worth a shit anyway! Wir haben's alle drauf, ja. Looks like you're getting the hang of this. Before we go any further, I should inform you, our acoustic detective system does have potential side effects. Oh, es gibt Nebenwirkungen. For example, you may start hearing voices as the test continues. Warum kommt jemand näher? There's nothing to worry about, I can assure you. When the Hello? Exam is finished, depending on the outcome, we'll provide any additional treatment you might need. A sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. To further test your abilities, we'll try a higher profile case. One I'm sure you remember from the news. Yeah. Also, Chat, ihr könnt euch aussuchen. Machen wir noch einen Fall. Der wird wahrscheinlich nicht leichter sein als der. Oder wollen wir zum nächsten Spiel übergehen? Wir spielen aber auch erst eine Stunde. Könnt ihr euch aussuchen. Ich weiß halt nicht, was das für ein Fall ist und wie lange der dauert. Kann natürlich sein, dass wir da auch wieder eine ganze Weile dran rumrätseln. Das sieht sehr groß aus. Also die Map sieht sehr groß aus. Sind wahrscheinlich auch wieder mehrere Personen. Das andere Spiel ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Das geht bestimmt auch so 2-3 Stunden. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir machen das eine noch. The bombing that occurred last year at the Central Booking Complex downtown. A gruesome tragedy in a crowded police station. 12 people, 12 victims. Now, what's your take on this? Okay. Oh Gott, es sind übelst viele Leute. Also, wir müssen herausfinden, wer hat die Bombe, also es geht wohl, das ist wohl eine Bank. Schätze ich. Wobei hier ist, nee, das ist ein Polizeirevier. Hier sind Zellen. Und da ist einer drin. Okay, das ist ein Polizeirevier. Und hier geht eine Bombe hoch. 12 Beteiligte und 12 Opfer, hat sie gerade gesagt. Also alle sterben. Wir müssen herausfinden, Nummer 1, wer hat die Bombe mitgebracht? Wer hat die Bombe zur Detonation gebracht? Und wer ist Raven? Okay.
Das Logischste ist erstmal, die Namen zu den Personen zuzuordnen. Okay, wir starten einmal. Hello, Sergeant. May I please have my phones back? Name? Dwight. Yeah, let me check here. Theft case, huh? No can do. Your phone's evidence in an ongoing case, so you'll have to follow. Moment. Hello, Sergeant. May I please have my phones back? Name? Dwight. Yeah, let me check here. Theft case, huh? No can do. Your phone's evidence in an ongoing case, so you'll have to follow procedure. Also das ist Blade, der möchte seine Handys abholen. Der Officer sagt aber nein, die können wir Ihnen nicht zurückgeben, weil der Fall noch läuft. Also es ist ein offener Fall. Das sind Beweisstücke, die können wir Ihnen nicht zurückgeben. Es sind wohl mehrere Handys. But they're mine. All right. What do I need to do? Who told you to come here? Ask them to write you a release form. An officer named Jessica. I need to go back to her. Officer Schrader. Das ist Officer Schrader. Und irgendjemand, der Jessica heißt, hat ihm gesagt, dass er die Handys hier abholen kann. You work in the night shift tonight? Well, what a surprise. I don't even have to bust you. You still end up here. What do you do this time? You wound me. I'm nothing if not a law-abiding citizen. Just picking up a pal like a good friend. Well, hey there, Captain Martin. What are you doing here? Got something to take care of is all. Well, I'll be. Blade? And Doug? How's life treating you guys? Shut it, you dumb fuck. Don't look at me. You still end up here. What do you do this time? You wound me. I'm nothing if not a law-abiding citizen. Just picking up a pal like a good friend. Well, hey there, Captain Martin. What are you doing here? Got something to take care of is all. Well, I'll be. Blade? And Doug? How's life treating you guys? Shut it, you dumb fuck. Don't act like you know me. You two, phones, wallets, and whatever you have in your pocket. Hat er gerade gesagt Blade und Doug? Ich dachte, der ist Blade. Captain Martin? What are you doing here? Got something to take care of is all. Well, I'll be. Blade and Doug? How's life? Das ist Blade und Doug? Treating you guys. Shut it, you dumb fuck. Don't act like you know me. You two, phones, wallets, and whatever you have in your pockets on the desk. Relax, Schrader. We had a small fender bender. They're accompanying me so we can sort out the details. Okay, ich folge denen mal. Ich möchte wissen, wer ist. Hat er nicht Blade gesagt? It's a car accident, Captain. Did that really require bringing us all the way in like this? I got somewhere I need to be. Yeah, are you picking on Doug? Quiet, both of you. I'm doing this by the book. And now that we're back at the station, I'm gonna make you take another breathalyzer. We blew at the scene and it came back negative. What more do you want? You gonna let us go or not? Congratulations, loudmouth. You're up first. Follow me. You. Stay right here. Wer bist du? Dwight? Ich hab wirklich Blade verstanden. What the hell were you thinking? Hitting a police car? Did it ever occur to you that it might blow your cover? I had to act fast. The info I've got is crucial for my investigation. Raven's going to show up tonight. What? All right, I want you to tell me everything. I'll send someone to keep Doug busy. Ruf jemanden an. Ruf jemanden an, dann sagst du, wie du heißt. Mach ich auch immer. Wenn ich jemanden anrufe, sag ich immer, yo, ich bin's, so ein Baby. Er ruft niemanden an. Make it quick. All right, I've sent someone in to stall Doug. Now tell me what you know. But make it quick. That car accident you staged won't buy us much time. Yeah, Doug was already getting suspicious. Okay, how much do you know about Raven? I've heard all sorts of things. Some of them are so Hollywood blockbuster, I'm not sure what to believe anymore. I've been undercover as part of his organization for 2 years.
Everything you've heard about him is true. After he pulls off a major heist, he wipes out his crew and gets a new identity. Remember that cargo freighter? The one that blew up in the harbor? Raven's doing. Got what he wanted, murdered his guys, and scuttled the ship with a remotely detonated explosive. All the info we've gathered on him suggests he eventually kills anyone who's seen his face. That explains why I can't find a single person who knows what this psycho looks like. To tell you the truth, I wouldn't be able to positively ID Raven if he was standing right in front of me. But if this precious pattern of his means anything, we might have a chance of nabbing him tonight. He's made himself nothing short of a fortune running the rackets in this city the past few years. So when he calls a meeting with all of his associates up at the Mountain Hotel, I'm guessing he's looking to tie up loose ends. Blah, blah. Even if he claims it's to pass on the Empire to one of his lieutenants. No wonder Doug's throwing a hissy fit about getting up to that hotel. He wouldn't miss this get-together for the world. He's been wanting more territory for a while now, and he thinks he's got a shot at the crown. That's why he's so anxious. The rest of the underbosses... I don't think he is, but I can't say for certain. There, and if we sweep him, Fucking me! You fucking cops! You ain't got shit on me! DUI! He's undercover, ne? Came back clean as a whistle. Yeah, yeah, don't push it. What Drunk the fuck? Or not, you still hit a government vehicle. Why are you here? Also einer von den... Einer von den, hat, die Bombe. Hello, Sergeant. May I please have my phones back? Name? Dwight. Ja, du hast recht. Das ist Dwight. Can do. Your phone's evidence in an ongoing case, so you'll have to follow procedure. But they're mine. Oder? So, no, Sergeant, may I please have my phones back? Name? Dwight. Yeah, let me check. Ja, Mann, du hast so recht. Go back to Dann ist das wirklich Blade. I don't even have to bust you, you still end up here. What do you do this time? You wound me. I'm nothing if not a law-abiding citizen. Just picking up a pal like a good friend. Well, hey there, Captain Martin. What are you doing here? Got something to take care of is all. Well, I'll be. Blade? And Doug? How's life treating you guys? Shut it, you dumb fuck. Don't act like you know me. You t- You're lucky you aren't being booked. Blader! Just a phone! It was just... Are you done? It was just a phone! Guy didn't even want to press charges! But you brought me in anyway just to hit me with some outrageous fine for petty... Are you done? It was just a phone! Schade. Guy didn't even want to press charges! But you brought me in anyway just to hit me with some outrageous fine for petty theft! You broke the law. What? Doesn't surprise me that you're a rookie. No one else about an eye at something like this on night patrol. You're wasting everybody's time. I've had just about enough of you. Thankfully, you won't be my problem much longer. Somebody paid your ticket. I'm in no hurry. Though, can't say the same for the guy whose phone I pinched. He looked like a real complainer. Excuse me, officer. Sorry to have to bother you again. Come on in. Well, speak of the devil. The desk sergeant wants a release form. Can you help? I'd really appreciate my things back. No problem. I'm almost done. You're lucky you aren't being booked. But you still gotta fill this out. No! For crying out loud, it's not like I went on a killing spree. There! Ta-da! Signed and dated. Can I leave now? Mm-mm. You two, we're going to reception. Okay, der eine Typ hat das Handy von Dwight geklaut. Nikki, glad to see you. Officer, nice to meet you. Nikki? Mickey Osha. Mickey. I'll take care of the paperwork, Schrader. Give this patient gentleman his phone. Here, now beat it. I lost two of these. There should be another one. Two phones? You think you're Daddy Warbucks? By the way, could you tell me where the bathroom is? Inside, until you left. Aber wer ist Good das? Evening, officer. So sorry for the trouble. My friend did... Ja, ich gehe mal mit ihm. Du bist mir nämlich nicht geheuer. Geh mit dir aufs Klo. Was machst du da?
available. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Okay, er ruft jemanden an, aber das Gespräch geht nicht durch. At a time like this, calling it. God damn it. Who are you calling at a time like this? Answer the fucking phone. Wen ruft Dwight an? Ich würde mal gerne... Wen ruft er an? All three. Penny? A dirty cop took my wallet. Otherwise I wouldn't be here talking to you, now would I? What be... Wen ruft er an? Hier sind auch noch welche? Earlier today, our boss informed us he was going to choose his successor. Only me, Doug. Hier sind noch zwei? Gott, das sind zu viele. Hier ist aber niemand mehr. Außer der hier. Der wird wohl kein Handy haben. Hä? Der ist eingesperrt. Warum hat der ein Handy? Hello? Anybody here? Anybody still breathing? Well, would you look who's awake? Quiet in there. Hey, come on, let me out. What are you in for, huh? Let's see. Public intoxication. Beautiful. Why'd they even bother? Aw, shove it already. Just open the gate. Let's try to limit our alcohol next time, maybe. I didn't even have that much. How come I passed out? Somebody slipped something in my drink. I still feel groggy. Yeah, yeah, I've seen plenty of guys like you. All wie ist denn dein Name überhaupt? Sure, I'll bet you were totally dry in college or whatever. Having trouble walking straight. Ooh, legs a bit heavier than I remember. See, more proof that you shouldn't drink in your condition. This way, let's get you released. Er humpelt. Dwight ruft ihn an. Where is this place, huh? Oh, fuck, I'm in lockup. Damn, I missed the phone call. Er ruft zurück. Dann ist aber besetzt. Oh, yeah. Oh. Er hat halt gepennt, ne? Okay, das ist echt kompliziert, Leute. Ich gehe mal da rein, weil Doug ja nachher hier hinkommt und damit irgendwem spricht. Take a seat, please. Now, what the fuck are you doing here? That idiot Blade hit a cop car, and that buffoon Martin arrested us. He's just trying to give us a hard time. Martin's always been trouble. You think he heard something? Not that it matters. I've got everything under control. Picked up Sting and Kent to clear the way for you to take over. Who'd have thought, huh? All three of us in the same police station. Those two behave? Sting didn't even try to run. Sounds just like that old fox. Kent? Kent. He couldn't run, even if he wanted to. Okay, Kind ist das nicht.
Und Sting ist es auch nicht. Also kann der Typ nur Tucker, Cassidy oder Chip sein. Ich nehme mal an, das ist Tucker. Weil Chip als Polizeiname, ich weiß ja nicht. I went to the Mountain Hotel earlier to case the place and found Kent in a VIP room. Sucker was already three sheets to the wind. Saw an opportunity, so I had him booked for public intoxication. No shit. Huh. Why'd Kent get there so early? You think the boss told him before the rest of us? I didn't see anyone else there. What's your boss look like? Nice try. Only us three have ever seen our boss in the flesh. He likes to keep a low profile, you know? I wasn't trying to trick you. Just curious is all. Yeah, but something's off. I've seen Kent drink for years, yet I've never seen him drunk. Not even once. Looked pretty sauce to me. Didn't even wake up on the ride over. Must have had himself a whole bottle. Or five. Yeah, well, this guessing game won't get us anywhere. You keep an eye on those two there, will you? We can't let anything go wrong now. I'm gonna go see the boss. Okay. I'll see you out. Interrogation room. I've got to answer this. On it. You. Phone. Wallet. Everything in your pockets on the desk. Here's my phone. You can pat me down, too. Tucker handled that already. Just let him in. You'll get him back when you leave. Doug? Just came back to bring Sting in. Why are you here? No, we should talk now. I'll come find you. Have all the info. Then stop. It's me. I'm at your place. Where are you? Burning the midnight oil, I see, and... Wow, who do we have here? Oh, shut up. Never mind. Who the hell's calling me at this time of night? Cassidy, take our friend here to the interrogation room. I've got to answer this. On it. You, phone, wallet, everything in your pockets on the desk. Here's my phone. You gotta pat me down, too. Tucker handled that already. Just let him in. You'll get him back when you leave. Doug? Just came back to bring Sting in. Why are you here? Well, I just thought, you know, dealings. And then right up. No. Cat. Raining. It's raining cats and dogs outside. Let me call us a cab. Just a sec. All right, should be here in a few minutes. Now, you gonna tell me what's going on? I was at the Mountain Hotel when I saw that chump hanging outside. Stole the phone right out of his pocket. Didn't realize that lady cop was standing there watching me the entire time. Ow! Shit for brains. How many times I gotta tell you? You can't make bank stealing phones. Well, I just thought, you know, practice makes perfect. Unbelievable. You really are a moron. Ugh, whatever. Look here. I'm gonna show you something. See? This here's a phone I stole on the bus. I don't get it. You call me stupid for stealing flip phones, and then you steal one yourself. That piece of shit probably ain't even worth 10 bucks. Wait and see, my friend. Wait and see.
Hey, buddy. Oh, come on, it's me. Don't tell me you don't recognize your old pal? Yeah. Anyways, you gotta help me out. I'm in a real bind. Got arrested. Solicitation, yeah. Long story short, was on a business trip and got a called trust. Make this first money? Took her talking. Anyway, you need to wire the money to my friend's bank account. 165 Mickey. You'll be doing me a real right big smack for your truck. Go. Catch you later. You think it'll work, Mickey? He totally bought it. Patience, my friend. Patience. We'll get the money soon enough. Oops. Sorry about that. It's fine. You just stole that guy's phone. You know something else? Something else? I'll show you something else. Look at me, Chip, and tell me. What's a phone to you, huh? This phone ain't worth squat if you're gonna just sell it. It's the mobile era now. A phone's more than just a phone, it's access. Nah, all that. There's my man! Go on then, give it a try. We've got a phone right here. I've got this! Huh, weird. He's only got one number saved. Who cares? Just dial it. To understand all that. Never mind. You're too stupid. What did I tell you, huh? There's my money. Damn, Mickey. But what am I gonna tell Tucker? Let me worry about him. Ups, ja. Ich habe aber nicht, ich habe nicht viel erzählt. Also pass auf. Hatte das Mikro ausgemacht, weil der Hund wieder gebellt hat. Also pass auf. Chip. Mickey hat eben das Handy von Dwight geklaut. Ne? Also Chip hat die Bombe detonieren lassen. Aus Versehen. Und Dwight hat die Bombe, also das Handy, mitgebracht. Nee, warte mal. Nee, es ist nicht Dwight, wo die Bombe explodiert, sondern einer von denen ist es. Ich würde aber sagen, dass es Kind ist. Weil Dwight und Kind eben nämlich miteinander telefoniert haben. Aber das kann auch nicht sein, oder? Dann wäre die Bombe ja eben explodiert. Oh, die labern so viel. Wer ist dieser Raven? It's just you and me now, Sting. What are you guys trying to pull, huh? I mean, setting up roadblocks and arresting people for no good reason. Tucker gave the order earlier today. He didn't explain anything, and I had no idea he was trying to catch you. What's this Tucker up to? Now that you mention it, Tucker has been acting strange lately. Before he brought you in, he was up at the Mountain Hotel. Picked up a drunk. Guy's still lying and holding. Mountain Hotel? What are the odds? What's that drunk look like? Like any other dirty drunk. Had himself a good limp, though. His leg, was it prosthetic? And did he have a scar on his right eye? And how do you know all that? You know the guy? Interesting. Doug's behind this, no question. Doug? Why's that? Earlier today, our boss informed us he was going to choose his successor. Only me, Doug, and Kent have a shot, really. Now Doug asked Tucker to lock me and Kent up. It's so obvious. He wants to make sure he's the only candidate.
Ich bleibe bei Kind. Damn, you're telling me that drunk was an underboss? He took a bullet for the boss. That's how he lost. Aber Duck stirbt auch. Let's go. Well, Tucker. Let me worry. Hello, officer. Have you seen my phone? Oh, you again? That's gotta be a record. Yeah. Be a wreck again. Must. Also Kind hat die Bombe, weiß davon aber nichts. Duck scheint sie ihm untergejubelt zu haben. Warum auch immer. Vielleicht weil er Raven ist. Und Dwight zündet, hätte sie eigentlich gezündet, wenn Chip nicht sein Handy hätte. Wer ist also Raven? Ich sage, es ist Duck. So. Da sowieso kaum noch jemand zuguckt. Ich logge das jetzt ein. Ist es in Ordnung? Ja, Giulio? Ist das in Ordnung? Ich gucke mal. Soll ich einloggen? Danach wechseln wir das Spiel. Ich logge jetzt einfach ein. Oh nein. Ich hab, es ist nicht... Also Raven ist nicht Dings. Duck ist nicht Raven. Okay. Ich habe aber zwei korrekte Antworten. Welche das sind? Wird mir aber nicht gesagt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das hier richtig ist. Aber das mit Raven habe ich immer noch nicht verstanden. Wer ist Raven? Die haben gesagt, Raven ist ein Typ, der irgendwie alle umbringt. Dwight ist doch nicht Raven, oder? Dwight ist nicht Raven. Doch, Dwight ist Raven. I went to the Mountain Hotel earlier to case the place and found Kent in a VIP room. Sucker was already three sheets to the wind. You think the boss told him before the rest of us? Yeah, something's off. I've seen Kent drink for years, and I've never seen him drunk. Not even once. Trouble walking straight. Legs a bit heavier than I remember. Remember that cargo freighter? The one that blew up in the harbor? Raven's doing. Got what he wanted. Murdered his guys. Scuttled the ship with a remotely detonated explosive. All the info we've gathered on him suggests he eventually kills anyone who's seen his face. Oops! Sorry about that. I just stole that guy's phone. Or something else. I've got this! Huh. Weird. He's only got one number, so. Who cares? Just dial it. Dial. He's made himself left short of a fortune running rackets in the city the past few years. So when he calls up all of his associates up at the Mountain Hotel, I'm guessing he's looking to tie up loose ends. I was at the Mountain Hotel. I saw that chump outside. Stole the phone right out of his pocket. Oh, yeah. I didn't realize that lady cop was standing there watching me the entire time. Goddamn, who are you calling? Time like this answer. Okay, da war dieser eine Satz, den ich nicht auf dem Schirm hörte. Does it strike you as odd that these situations seem to be full of coincidences? Sorry, I meant great job. Ja, danke. You're progressing through these examples at a steady pace, but I knew you could crack them. All right. On to the next one. Tell me, Detective, do you enjoy the theater? Nicht besonders. Nein, und wir machen jetzt auch kein Theater. Das machen wir nicht, denn es ist schon relativ spät. Wir beenden das Spiel jetzt und werden uns ein anderes Spiel angucken. Ich muss mal einmal schauen. Ich würde mal
kurz zurückgehen.